Ja, vielen Dank, Hans-Werner Fittkau, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen. Im Bundestag heute auch das Thema Außen- und Sicherheitspolitik, das ja sozusagen das Megathema der letzten Wochen ist, das ja auch ganz wichtig auch in der Diskussion ist, spielt heute auch eine Rolle. Wir haben ja zwei Bundeswehrmandatsverlängerungen im Mittelmeer und Südsudan, ein bisschen weit weg von der Ukraine, aber trotzdem ganz wichtig in der sicherheitspolitischen Diskussion. Russlands Einfluss in Afrika ist ein weiteres Thema. Massenmigration und Wohnungsnot, ein innenpolitisches. Es geht um die Raumordnung. Das bedeutet, wie schnell können Windräder und Solarparks errichtet werden, auch ein umstrittenes Thema. Und es geht um Mobilität, um klimafreundliche und auch bezahlbare Mobilität. Es geht ums Auto. Und beim Auto hört bekanntlich die Freundschaft auf. Dafür steht auch inzwischen die Ampel. Und wir haben uns dieses Thema heute Morgen genommen, um in dem Interview bis 9 Uhr dieses Thema zu besprechen. Es geht auf Anträge der Unionsfraktion zurück. Ich sage es noch einmal, bezahlbare und klimafreundliche Mobilität. Und dazu ist bei uns der verkehrspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Thomas Bareis, und der verkehrspolitische Sprecher der Grünen Fraktion, der Bündnisgrünen Fraktion, Stefan Gelbhaar. Kurze Vorbemerkung, es geht unter anderem auch bei dieser Frage um die E-Fuels, also synthetisch hergestellte Kraftstoffe, die aus den Komponenten Wasser und CO2 bestehen, die mit Strom hergestellt werden. E-Fuels sind nahezu schadstofffrei, sind möglicherweise eine Ergänzung auch zur E-Mobilität. Und da entzündet sich jetzt der Streit zwischen der FDP und den Bündnisgrünen. Soll man diese E-Fuels auch nach 2035, nach dem Aus für den Verbrenner zulassen oder nicht? Herr Gelbhaar, 7. März, das ist der Tag der Entscheidung in der Europäischen Union. Da wird nämlich die Schlussabstimmung stattfinden über das Ende des Verbrennermotors in der Europäischen Union 2035. Es gibt Streit in der Koalition, ich habe es gesagt. Wird diese Entscheidung getroffen werden am 7. März mit oder ohne einem E-Fuel-Kompromiss in Deutschland? Also vielleicht vorneweg, wir haben 2035 als Datum in der EU zwischen 27 Ländern festgelegt, dass dort dann eben Neufahrzeuge nicht mehr zugelassen werden, wenn sie einen Verbrennungsmotor haben. Schon da wurde gesagt, als dieser Beschluss gefasst wurde, dass man, das wurde in einer Protokollerklärung niedergelegt, dass man sich anschaut, inwieweit man E-Fuels für Neufahrzeuge jenseits von diesen großen Flotten, VW, Audi, BMW, Mercedes, wie man das dann dort regeln kann. Dieser Vorschlag der EU steht noch aus. Ich finde es gut, wenn man da eine zeitliche Konkretisierung macht, damit dort eben ein Zankapfel, der unseren Koalitionspartner FDP sehr bewegt, dann eben aus dem Spiel genommen werden kann. Schauen wir mal, wo das hingeht. Ich sage aber auch, das ist jetzt keine Geschichte von den Bündnisgrünen mit der FDP, sondern das ist eine Geschichte zwischen 27 EU-Ländern. Da sind aus der liberal-konservativen Familie Frankreich, Niederlande und so weiter alle dabei. Die haben da alle zugestimmt, die stehen da alle zu. Und das ist jetzt quasi der formale letzte Akt. Deswegen glaube ich, ist es nicht auch für die FDP nicht günstig, da in ihrer liberalen Familie europaweit da die Bude anzuzünden. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Formaler letzter Akt ist schön gesagt. Italien und Bulgarien stimmen ja auf jeden Fall dagegen. Wenn Deutschland jetzt auch dagegen ist oder sich enthält, gibt es eine Blockadehaltung. Das wäre allerdings schlecht, selbst wenn Sie mit dieser Entscheidung nicht so einverstanden sind. Nächstes Jahr ist die Wahl zum Europäischen Parlament. Bis dorthin bewegt sich nichts in Brüssel. Das ist fürs Klima schlecht, wenn das jetzt nicht entschieden wird. Ja, wir brauchen eine gute Lösung, denke ich mal. Die gute Lösung ist die, dass CO2 eingespart wird, dass CO2 vermieden wird. Das ist die Frage nicht vom Verbrennermotor, weil der Verbrennermotor kann ja auch CO2-freundlich sein, wenn synthetische Kraftstoffe verwendet werden oder Biokraftstoffe ja auch. Wir haben heute schon einen großen Anteil von Biokraftstoffen ja auch, die ja schon bis zu 4,5 Millionen Tonnen auch CO2 einsparen. Ich meine, das ist auch etwas, was ja auch einen ganz, ganz großen Anteil liefert. Die Grünen wollen das wieder abschaffen, wollen das reduzieren, also sprich einen Rückwärtsgang einlegen beim Thema Klimaschutz. Wir wollen das eher nochmal ergänzen. Also sprich auch das Thema Biodiesel spielt heute eine große Rolle in der Debatte. Das Thema E-Fuels, synthetische Kraftstoffe, weil das sind die Komponenten, die auch dafür sorgen, dass wir die Bestandsfahrzeuge, auch die LKWs, die eine große Rolle spielen in den nächsten Jahren, Stück für Stück CO2-freundlicher machen, aber auch die PKWs, die neu auf den Markt kommen. Wie gesagt, ich finde die Debatte, ob Verbrenner ja, nein, etwas rückschrittlich. Wir brauchen bessere Technologien und Technologien sind das Anreiz, um CO2 und klimafreundlicher zu werden und auch bezahlbar die Mobilität zu belasten. Herr Gelbhaar, es ist ein bisschen erstaunlich, dass gerade die E-Fuels jetzt aufs Korn genommen worden sind, denn
wenn die als Komponenten oder als Ergänzung zur E-Mobilität da sind, dann könnte man ja auch die Gefahren einer zu geringen Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge etwas mindern. Sie sind leicht verfügbar an Tankstellen, sie haben keine Reichweitenprobleme, E-Fuels, und sie sind eben auch schadstoffarm. Warum verbeißt man sich bei diesem Thema so? Da verbeißt sich gar keiner. E-Fuels werden jetzt irgendwann über die bisherigen Beimischungsquoten auch zugelassen. Das Problem ist, die gibt es nicht. In keinem europäischen Staat werden sie verwendet, in Amerika nicht, in China nicht. Das heißt, es ist ehrlich gesagt eine Phantomdebatte. Sie werden nirgends hergestellt und tatsächlich hat gerade gestern die Flugindustrie nochmal ganz klar gesagt, wenn es irgendwann E-Fuels in ausreichender Menge gibt, dann gehören die uns, der Flugindustrie, weil dort ist es so, dass wir eine Dekarbonisierung bzw. an der Stelle ein klimafreundliches Fliegen nur mit E-Fuels hinbekommen werden. Aber es bezog sich auf die Zeit nach 2035, nach dem Ende des Verbrennermotors, meine Bemerkung. Nochmal, 2035 werden wir bei den neu zugelassenen Fahrzeugen keine Verbrennungsfahrzeuge mehr zugelassen haben werden. So, aber trotzdem werden ja die Verbrenner nicht morgen dann weg sein. Das heißt, 2036 werden es immer noch Verbrennungsfahrzeuge geben. Und wenn wir dort dann eben wirklich E-Fuels haben, wenn wir da wirklich E-Fuels haben und die in Bestandsfahrzeuge reinkippen könnten, dann werden wir das natürlich machen. Aber, das ist total unrealistisch. Ja, aber das ist, ja nicht die Frage gewesen, sondern ob man dann auch Neufahrzeuge noch mit E-Fuels betanken darf nach 2035. Ja, tatsächlich ist da die EU auf einem anderen Weg und ich glaube, das finde ich richtig. Und jeder, der in einem Dorf und in einer Stadt wohnt, weiß auch, vor allem in Städten, auch E-Fuels sind einfach dann zum Schluss synthetische Kraftstoffe, die verbrannt werden. Das heißt, dort kommt dann CO2 hinten raus und da kommen Stickoxide raus und die ganzen ganz normaler Kraftstoff ist das mit den ganz normalen Verbrennungswirkungen. Das heißt, wir haben dann wieder das Problem der sauberen Luft in der Stadt und deswegen macht die EU jetzt gerade diese Debatte auch auf. Und das ist vollkommen richtig. Zudem haben wir eben die bessere Alternative. Wir haben eine Technologieentscheidung in der Industrie und tatsächlich die Industrie. Die gibt doch gerade immer wieder das Signal, wir wollen hier Klarheit haben. Wir wollen eine Technologieklarheit haben, nicht dieses Rumeiern, was da von der Union kommt, was von anderen kommt, sondern Klarheit in der Sache, damit vorangeht. Da war ich vorhin mit meiner Einschätzung nicht falsch gelegen, dass auch dieses Interview in Sachen Automobilität eine Glaubenssache ist. Es gibt ja auch Nachteile, Herr Bauer. Das ist keine Glaubenssache. Für E-Fuel. Die Produktionsmenge ist eigentlich viel zu gering, die man herstellen kann. Das wird auch sehr teuer, es sei denn, es wird mit hohen Steuernachlässen subventioniert. Und es wird auch vor allen Dingen ein hoher Stromverbrauch bei der Herstellung benötigt. Eigentlich ja auch klimaschädlich. Ja. Also weil es braucht ja immer eine Einführung von einer Technologie. Derzeit ist auch die Industrie dran, da entsprechend zu investieren. Porsche ganz konkret mit VW hat jetzt in Chile investiert, eine neue Anlage gebaut. Die Anlage fängt jetzt an zu produzieren. Auch viele andere Investoren sind gerade dran, E-Fuels aufzubauen. Wobei, wenn die Politik kein klares Signal gibt, dass wir es wollen, wird auch nicht viel passieren. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt. Deshalb dieses ständige Hin und Her, auch der Bundesregierung, der Ampelkoalition, ist hier wirklich schädlich, auch für den, schädlich für den Industriestandort Deutschland. Wir können hier viel machen, weil durch Sonnenstrom und Windstrom, der ja da ist, der auch dann entsprechend ja auch dann kostenlos sein wird dann vor Ort in Ländern, wo wirklich viel Sonne und Wind auch dann entsprechend dann auch vorhanden ist. Dort kann man diese Produktion aufbauen, dort kann man auch dann E-Fuels sehr kostengünstig produzieren. Und es wird ein ganz wichtiger Anteil sein für unsere Mobilität, nicht nur in Deutschland, sondern Europa. Und deshalb sollte Deutschland da mitmachen, nicht ausschließen, diese Technologie verbieten, wird uns eher weniger nach vorne bringen, wird uns eher sogar einen Rückschritt eingeben beim Thema Klimaschutz. Wir brauchen alles, was wir kriegen können, also Klimaschutz mit E-Fuels, mit Biokraftstoffen, auch mit Elektromobilität. Das ist auch eine wichtige Komponente. Aber das ist irgendwann nicht eine einseitige Debatte, die wir hier führen, sondern es muss hier Offenheit herrschen, weil Technologien werden dazu beitragen, dass die Klimaschutzziele erreicht werden, nicht Verbote. Ein weiteres Thema, die EU-Kommission, wir nehmen mal an, ganz unabsichtlich Sand ins Getriebe der innenpolitischen Diskussion in Deutschland streut, ist das Thema Abgasnorm 7. Die soll ja kommen, also die jetzt schon sehr hohe, das sehr hohe Niveau der Abgasbeseitigung soll noch erhöht werden. Es gibt dann noch einen niedrigeren Ausstoß an Stickoxiden, an Kohlenmonoxiden. Herr Bayer, ist das nicht sinnvoll, da noch mal anzusetzen? Denn wir haben zwar inzwischen sehr viel schadstoffarme Autos, aber wir haben auch sehr viel mehr Autos als früher, die vor allem in den Städten rumfahren. Also jetzt vorliegende Euro-7-Norm von der Kommission ist ein großer Fehler, weil hier wirklich auch teilweise Standards gesetzt werden, die nicht einhaltbar sind. Das heißt ganz konkret, dass die Grenzwerte sehr hoch sind, dass die Einführungszeit sehr, sehr kurzfristig ist und dass auch die Messdaten auch sehr, sehr schwierig zu ermitteln sind. Also da gibt es relativ wenig, sagen wir, auch Klarheit bei der Messung dieser Ausstöße. Das heißt ganz konkret, wird man dann so eine Unklarheit haben, dass die Automobilunternehmen
gar nicht mehr investieren in neue Autos. Das ist doch ganz konkret zu bedeuten, dass wir gerade bei kleinen PKWs, also kleine PKWs, die ja auch wenig Marge haben, wenig Rendite haben, dass die gar nicht mehr in Deutschland produziert werden, gar nicht mehr entwickelt werden. Das heißt, wir werden ganz konkret von Deutschlandstandort auch Wertschöpfung verlieren. Die kleinen PKWs werden wir hier verlieren. Ein neuer Motor wird nicht mehr entwickelt. Das heißt, ganz konkret wird es unser Standort auch schaden. Und das wird wenig bringen in der Sache. Deshalb sind wir, wie auch die Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, von den Grünen, Bayern, CSU, aber auch Niedersachsen, SPD ganz massiv dagegen, haben ja auch den Kanzler aufgefordert, hier auch Einhalt zu gebieten. Also jetzt nicht parteiübergreifend, sondern autoindustrieübergreifend, genau. Weil diese Länder betroffen sind. Herr Gelbhaar, die weitere Reduzierung der Schadstoffe durch Euro 7 ist nicht so groß, wie man vielleicht denken könnte. Gibt es da noch ein Kosten-Nutzen-Verhältnis? Macht das Sinn, jetzt so viel in Technologie zu investieren? Eine Technologie, die es in 10 Jahren sowieso nicht mehr geben soll. Also erst mal weg, es sind nicht alle Autoländer da einig. Brandenburg ist da einfach nicht mit dabei. Tesla-Standort, so wurde dann auch nicht einbezogen von den 3 anderen Ländern. Ja, es gibt auch Hessen so, mit Rüsselsheim zum Beispiel. Ja, genau, oder sind einfach da nicht mit dabei. Ja. So muss man einfach mal an der Stelle festhalten. Die alten Allianzen sind da nicht mehr vollständig. Zum Zweiten, die Grenzwerte sind von der EU kaum verändert worden. Es sind für einige Schadstoffe da überhaupt erstmal Grenzwerte festgelegt worden, also Formaldehyd zum Beispiel. Und das geschieht natürlich mit dem Ziel, die Luft sauberer und die Gesundheit für die Menschen erträglicher, besser zu machen. So, und das ist ja erstmal ein ehrenwertes Ziel. Jetzt muss man ins Detail gucken. Die Kritik der Automobilindustrie bezieht sich da vor allem auf die Testbedingungen. Und in der Tat gibt es dort ein paar Unklarheiten, will ich es mal nennen. Und da ist die EU jetzt gefordert, einfach Klarheit zu schaffen. Wiewohl da auch mit falschen Äpfeln und Birnen gehandelt wird, weil da behauptet wird, Sachen behauptet werden, die so nicht stimmen. Das wird auszuräumen sein. Und dann, glaube ich, ist das eine gute, richtige Sache. Ich würde sogar sagen, dass der ein oder andere Grenzwert, also Euro 6 und Euro 7 unterscheiden sich fast zu wenig. Als das. Ja, das war jetzt auch mein Verdacht gewesen. Jetzt heißt es, jetzt muss nachgerüstet werden, damit werden Autos teurer, Kleinwagen von kleinen Leuten nicht mehr finanzierbar, also die soziale Komponente. Dafür gibt es ehrlich gesagt bislang weder Beleg noch Quelle. Da, wo sich die CDU drauf bezieht, ist ein Bildartikel. Und das ist an alles. Ich finde, die Bild als zuverlässige Quelle zu benennen, ist immer eine Fragestellung. Gut, die werden wir jetzt nicht weiter erörtern, Herr Barreis. Einwand der Industrie ist auch, wir werden jetzt blockiert in unserer Entwicklung für die E-Mobilität. Wenn wir uns jetzt um Euro 7 kümmern, ist das ein Ausweichargument der Industrie? Ich glaube, die Industrie will einfach Klarheit vor der Politik. Das ist, denke ich mal, auch nachvollziehbar. Die wollen ja auch wissen, wo sie investieren müssen. Und deshalb das hin und her, auch der Bundesregierung ist hier wirklich auch, sagen wir, schädlich. Ich finde es gut, dass der Verkehrsminister jetzt gesagt hat, er will es stoppen, den Verbrennermotor, aus jetzt in Brüssel. Aber, muss ja auch ganz klar sagen, er hat ja bis jetzt nichts gemacht. Er hat ja bisher immer auch mitgemacht und hat ja auch jetzt kurz vor 12 jetzt erst dieses Stoppschild eingeführt und hat aber dann noch jetzt die große Frage, wie er es denn umsetzen soll. Also bis zum Dienstag, haben Sie ja vorhin gesagt, muss ja entsprechend auch jetzt eine Entscheidung her. Und ich bin mal gespannt, die nächsten 4, 5 Tage werden jetzt ganz spannend sein, was Wissing macht. Wird er sein Wort halten? Wird er denn den Stopp, den Aufhalten vom Verbrennermotor? Oder wird er dann irgendwie mit einem Kompromiss leben können? Ich hoffe, dass er es durchhält. Ja, und wenn er es nicht durchhält, müssen wir ihn auch ganz klar kritisieren, an seine Worte auch erinnern. An die Aufmerksamkeit unserer Zuschauerinnen und Zuschauer müssen wir in dem Fall nicht appellieren. Auto interessiert fast alle, sind auch irgendwie alle davon betroffen. Thomas Barreis, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion und in gleicher Funktion bei den Bündnisgrünen Stefan Gelbhaar. Ich bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank.